Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Tele Blocher. Hochsommer immer noch. Wer eine Reise macht, kann etwas erzählen. Sie sind auf dem Ballenberg gewesen, oder? Ja, ich sage seit Jahren. Eben, jedes Jahr sind Sie mal nicht oben, oder? Involviert. Ja, die haben das Freilichtaufführung. Schön. Das Jahr war es etwas anders. Es sind so zwei Gefällerstücke, haben sie aus dem etwas gemacht. Also heisst Berner Grinde. Ist jetzt eher ein bisschen abgefallen gegenüber also früher. Also Begeisterung halten Sie in Grenzen? Ja, okay, gut, ja. Aber die Leute hatten gleich auch Freude gehabt. Aber es war auch noch inhaltlich schwer gewesen. Inwiefern? Aber ja, das, was sie wollen aussagen, muss man ja auch können einordnen. Und dann ist es noch für also Nicht-Berner ist ja die Berner-Oberländer-Dialekt, der gespielt wird, auch noch vom akustischen, ja. Da musst du noch schauen, dass du es verstehst, oder? Ja. Weil das ist ja eine Bühne und also gut. Aber es war schön im Ganzen. Aber mein Haupterlebnis war eigentlich nicht einmal das Theater, sondern ein Zufall. In dem Hofstetten, das ist also 5 Minuten vom Eingang vom Ballenberger weg. Das ist ein Brienzersee, muss man das sagen. Ein bisschen oben am Brienzersee, oder? Ja. Also das gehört, Hofstetten gehört dazu, es heisst Hofstetten bei Brienz. Es ist ein kleines Dorf und hat ein Hotel. Ich habe einfach ein Hotel gesucht, um zu übernachten. Es ist mir zwar empfohlen worden auch. Und sind wir dort hingegangen, das Hotel Traufer. Und er nennt es Bretter Hotel. Es ist ganz eingeschaltet mit Bretter, also eher mit Bälken, also Holz, Holz, Holz. Und mit einem eigenen Konzept. Und jetzt ist das der Traufer, der ist ja bekannt auch als Sänger. Er ist dann mit dem Güllet zusammen auftreten. Ja, die haben zweimal das letzte Grund gefüllt in Zürich. So, ja. So sogenannte ländliche oder folkloristische oder Ländlerpop und so weiter. Hat alle Leben. Und aber ist hoch beliebt in diesen Kreisen. Und der hat dort, weil der Großvater schon tätig war, dort, hat er das Hotel gemacht und konzentriert sich auf Holzkühe. Der hat eine grosse, extra eine Schreinerei, die nur Holzkühe machen. Also die kleinen da, oder? Ja. Ja. Die noch gesägt sind, die aber abgeliefert sind und so weiter. Schön angemalt. Und verkauft die der ganzen Welt. Also, und nur spezifisch gemacht auf die Kuh. Und steht eine riesige Kuh auf dem Eingang. Und ich habe gestaunt in dem Hotel, ein Haufen Familien mit Kind, weil er jetzt auch so eingerichtet. Also, die Kinder können auch Holzkühe machen. Das Kind hat eine ganze Malstube, wo die Kinder können malen und anmalen. Alles spezialisiert gemacht, ist also auch ein Kinderhotel. Hat mich sehr gewundert, super, alles durchgedacht. Ist alles natürlich, aber die technischen Installationen sind dann digital bis aufs Letzte. Also wo zum Beispiel? Ja, zum Beispiel Badzimmer. Also wenn du duschen und so weiter, das ist alles digital eingestellt, dass das kommt. Toiletten, oder? Also die technischen Apparate, das ist quasi eine Anleitung. Also ein Kunstwerk, dass man ja überhaupt spülen kann. Ja, ja, genau. Ja. Und also das Allerbeste, was man noch hat, gut ausdenkt, oder? Die Sau hat auch eine Sauna im Zimmer, da kannst du alles. Also nicht für mich, ich bin ja da nicht so ein Technofreak, dass er da mit den aber es ist also gut durchgedacht. Und mich hat vor allem fasziniert der Mut von so einem, der das gemacht hat. Der hat das Hotel aufgebaut zur Zeit von der Pandemie, von Covid, wo alles zu war. Wie ist er denn auf die Idee gekommen mit diesen Kühen? Ja, das ist eine lange Geschichte, ich kann jetzt nicht alles sagen. Also sein Grossvater hat einen fertigen Abschluss nach der Lehre als Bärenschnitzer. Das war ein anerkannter Beruf. Und der hat das gemacht. Und in der ganzen Welt konnte man Holzbären verkaufen.
Und die Lehrabschlussprüfung von dem Großvater hängt auch bei ihm in dem Hotel, oder? Und das ist dann zusammengefallen, mit dem Krieg natürlich. Und die Bärenschnitzer sind dann untergegangen. Und dann aus dem ist dann eigentlich die Brienzerschnitzerei auch entstanden. Alpaufzüge und so weiter. Wunderbare Schnitzereien. Und er kommt aus dieser Familie, das sind Großvater. Aber jetzt ist schon in der Genie, oder? Ja. Ja, natürlich. Und er hat den Mut gehabt, das weiterzuführen. Und eine unglaubliche Mut. Er führt mit der Frau zusammen. Sie sind morgen am Anfang bis zum Abend, am Schluss sind die da. Also ich merke Ihre Begeisterung. Haben Sie vorhin gewusst, wer der Traufer ist? Nein, habe ich nicht gewusst. Ich habe auch von dieser Musik nicht gewusst, weil ich bin ja kein Pop-Liebhaber. Ja. Aber er hat dann noch einen extra Raum, wo er das vorstellt, hat dann die Filme geschaut. Bin ich raus, also den Göhle habe ich gekannt. Haben Sie gekannt, ja. Aber drauf habe ich auch gehört, aber ich habe natürlich, das hat mir nichts gesagt, weil ich bin ja ein Liebhaber von klassischer Musik. Von Mozart, oder ja. Von Mozart, und, aber also ich habe auch Jodler und Volkstümler, und so habe ich auch gerne. Jetzt Pop sagt mir nicht so viel. Oder? Also jetzt wissen wir auch, wie Sie den Traufer getroffen haben diese Woche. Interessant, das ist vor allem, letzte Woche hat es ein bisschen angefangen gehabt, die Börse. Plötzlich kracht die Börse ein. Heißt das jetzt, ist ein, ein abrupter Wechsel vom Traufer jetzt hier hin, aber das Leben ist ja manchmal so. Heißt das jetzt, dass die Wirtschaft zusammenkracht? Nein, aber es ist Angst, das sieht man mit der Börsenbewegung, dass die Wirtschaft sehr unsicher ist. Braucht ein bisschen etwas und dann geht es zusammen. Was ist passiert? Also die Börsen sind ja weltweit, Japan vor allem, dann Amerika, aber auch Europa, die Schweiz, die sind stark gestiegen in der letzten Zeit. Also seit Anfangsjahr oder voran. Und wer sind vor allem gestiegen? Es sind vor allem die Werte hochgehandelt worden, die man angenommen hat. Die werden in Zukunft die grossen Erfolge haben. Und wenn eine Firma grosse Erfolge hat, dann macht sie mehr Gewinn und dann steigt der Wert der Firma. Und die, die an der Börse Aktien kaufen, das sind also nicht nur ein paar Spekulanten, sondern alle Pensionskassen, Banken, die Geld anlegen müssen, die kaufen dort, die setzen auf Wert, wo man annimmt, dass sie in Zukunft einen grösseren Wert haben. Darum kaufen die nicht gute Werte, sondern derige, wo man das Gefühl hat, die werden gut. Das ist immer auf Zukunft, Zukunft bezogen. Ja. Aus irgendwelchen Grund. Und am meisten sind die Werte gestiegen, die sich mit künstlicher Intelligenz weltweit machen. Und die Elektronikwerte, Google und Apple und Amazon und weiss ich was, die sind am meisten gestiegen. Und jetzt plötzlich die Halbjahresergebnisse von diesen Firmen sind enttäuschend. Schlechter als erwartet. Sie haben noch keine Verluste, aber sie sind plötzlich hat man, da ist viel Luft. Und dann kommt Nervosität. Die ganze Einschätzung von diesen hohen Werten zeigt sich, die sind gar nicht so hoch, wie man angenommen hat. Und dann fangen aus Angst, die könnten zusammengehen, fängt man in kurzer Zeit an verkaufen. Angefangen hat es in Japan, die Börse war auch am meisten gestiegen. Aber es ist schon interessant, wir haben letzte Woche gerade über Amerika geredet. Dann würde jetzt auch heissen, in der Wirtschaft, dass gar nicht unbedingt immer Amerika den Ton angibt, sondern in dem Fall jetzt Japan. Ja, in der Reaktion. Hängen Sie zusammen, dass die Börse natürlich schon ist. Miteinander. Ja. Ja, natürlich. Die sind aufgegangen voran und hat die Amerikaner da verloren. Das ist also nicht so, dass. Und das hat auch auf Europa übergriffen. Und dann der breite Wert, nicht nur also die Werte, aber wenn ich jetzt die Schweizer Werte anschaue, die starken Werte, die stark gestiegen sind, die starken Firmen, das war zum Beispiel ABB. Mhm. Und die ist auch eine Firma, die stark in den digitalen Sachen ist, Elektronik und so weiter. Und dann die UBS, das ist ein anderer Grund, warum sie gestiegen ist. Das ist plötzlich hat sie müssen CS übernehmen und hat jetzt eine starke Stellung. Die haben auch am meisten reagiert. Also, glaube, die UBS ist in einem Tag 8% gefallen und die ABB, glaube ich,
sieben oder neun, weiß jetzt nicht mehr. Also grössere Summen, ja, ja, ja. Und andere auch. Die Schweizer Börse hat im Gesamten EMS, etwa du drei, auch etwa, Durchschnitt etwa 3% verloren, oder? Und alle haben dann verloren, mit Ausnahme von Nestle. Warum Nestle? Wenn man geht, schauen, Nestle hat eben auch nicht zugelegt voran. Das war also keine Reaktion. Und zweitens, wahrscheinlich haben die Anleger gesagt, ja, das ist ein sicherer Wert, Lebensmittel. Wenn du Kaffee verkaufst und Jockey und Mineralwasser, bist du auf der sicheren Seite, ja. Wahrscheinlich eher auf der sicheren Seite. Darum sind sie so gestiegen und nicht so gefallen. Also das ist, ich wollte mit dem nur sagen, weil ich habe ja viele Leute, die sagen, was ist passiert, was sollen wir machen? Eben, am nächsten Tag hat es wieder eine Korrektur ja, gegeben. Ja gut, es zeigt schon eine Unsicherheit. Ja. Und man hat natürlich Angst, die Wirtschaft wird schlechter gehen. Mhm. Das glaube ich auch. Mhm. Weltweit. Aber wegen der Kriege jetzt, oder? Ja, die Unsicherheit ist einfach relativ gross. Dann sagt Amerika, ich mache Strafzoll gegenüber China. Im Auto jetzt Europa auch, gegen China. Und die bringen China nicht in die ab, weil China wächst. Nicht so schnell. Und hat auch ihre Probleme. Da hat man ja gesehen, das ist, am Anfang haben die in den letzten 40 Jahren so zugelegt, weil sie natürlich bei null angefangen haben. Und jetzt sind sie auch immer Zyklus rein, wie wir auch. Und in Japan auch, wenn man mal gut geht, kann man nicht mehr so zulegen, das ist ja klar. Aber das sind alles Unsicherheiten, die sich zeigen. Und dann kommt eben das Ganze kriegsmässig. Man weiß gar nicht, die Situation ist gefährlich, oder? Also, wir haben den Krieg Amerika-Russland in der Ukraine. Und Amerika ist auch involviert in einem möglichen Krieg zwischen China und Taiwan. Mhm. Über den haben wir jetzt gar nicht so groß geredet. Nein, weil man weiß ja nie, ob die Chinesen angreifen. Weil Chinesen, da haben, man muss mal sagen, die haben immer mit offenen Karten gespielt. Seit dem ersten Tag, wo sie das Revier, die Führung übernommen haben, auf dem Festland in China, also Kommunisten, und wo die Anhänger vom damaligen Staatspräsidenten Chiang Kai-shek auf Taiwan übergegangen ist und dort den taiwanesischen Staat wollen gründen, haben die gesagt, das ist Gebiet von uns, China. Das gehört uns. Das lassen wir nicht zu. Und diese These vertreten sie heute noch. Und sie tun da immer militärisch schauen, könnten wir das nicht holen. Und Amerika sagt, wenn er das macht, dann helfen wir China. Und dann gibt es wieder einen Front. Dann sind sie involviert in der ganzen Mittellust-Sache, also Israel. Das ist ja ein Dauerbrenner, seit der Staat Israel geschaffen worden ist. 1949, nach dem Krieg, oder? Hier haben wir immer das Verhältnis Palästinenser. Und Amerika ist immer involviert. Und Amerika ist die führende Macht wirtschaftlich, haben wir behandelt. Und man weiß nicht, wo das hingeht. Und dann sind noch Wahlen dort, dann weiß man auch nicht recht, gibt es also so eine große Änderung? Ich glaube es ja nicht. Ob jetzt der eine oder der andere kommt, das macht in Amerika gar nicht so viel aus. Die amerikanische Der Präsident ist übrigens gar nicht so stark, wie wir immer glauben. Das ist also nicht ein Diktator, der etwas machen kann. Der hat einen ganz starken Kongress, der den Ton angeht. Aber gleich nochmal zurück auf die Börse. Eben der Einbruch, am nächsten Tag wieder eine leichte Korrektur, das ist schon etwas so beunruhig, oder? Ja, das ist beunruhigend. Das ist natürlich, steigen ist eben auch schon. Und das macht Kampi, aber ja. Je mehr als einer steht, desto tiefer geht man ab. Und zweitens zeigt eben, die Wirtschaft ist eine unsichere Sache. Oder? Das ist immer die Frage, wer ist wo, macht es richtig. Und dann ganz für Europa ist natürlich der starke wirtschaftliche Niedergang von Deutschland. Das ist der grosse Wachstum. Da widerspiegelt sich jetzt natürlich. Ja, das ist die grosse wirtschaftliche. Heute noch.
in Europa, die wirtschaftliche starke Nation. Und da geht es nicht gut. Man merkt es auch, der Schweizer Franken ist sehr stark geworden wieder. Das ist für die Exportindustrie natürlich ein Problem. Das ist ein Zeichen, wenn die Weltlage unsicher ist. Welches Geld sollen wir denn haben? Dann sagen die Leute, ja, wir wollen lieber Schweizer Franken. Das ist eine sichere Währung. Kleiner, stabiler Staat, nicht verhängt mit der grossen, neutral. Ganz grosse Stärke, oder? Und zwar schweizerisch neutral. Dauernd, bewaffnet und umfassend neutral. Mischt sich nicht in fremde Kriege, das gibt eine gewisse Sicherheit für den Währungsraum. Darum ist der Schweizer Franken so eine starke Währung. Und sobald es schlecht geht, kann man darauf gehen, der Schweizer Franken, das Gold und jetzt neuerdings auch noch das Öl sind sichere Güter. Und jetzt sagt man, ja, das ist ein Nachteil für den Export, natürlich. Für die Exportindustrie, namentlich, wenn sie sich bewegt, ist das ein grosser Nachteil, oder? Weil unsere Produkte sind jetzt teurer im Vergleich zu denen, die in den Euro-Ländern oder in den Dollar-Ländern gemacht werden. Aber es gleicht sich auch wieder aus. Wir importieren ja auch. Also das Öl, die grossen Rohstoffe, die wir nicht haben. Und die kauft man natürlich billiger ein, wenn der Franken so stark ist, kommt man die billiger rüber. Gleicht sich also alles in vielem aus. Und im Ganzen muss man immer sagen, das sage ich, wo weltweit tätig war, immer als Exporteur, eine starke Währung hat man lieber als eine schwache. Das haben Sie immer gesagt. Es ist noch spannend, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben auch sehr viel mit Börsen gehandelt, zu Ihren, sagen wir jetzt mal, aktiven Zeiten als EMS-Chef. Nach welchen Kriterien haben Sie mit Aktien gekauft? Ja, also, ich muss sehen, das Unternehmen, das ich hier hatte, das jetzt meine Kinder haben, die haben da viel Geld, das man zwischen denen anlegen muss. Die Börse, da muss man immer einem Ding sagen, ein Bürger, was ist eigentlich Börse? Sie meinen, viele meinen, man kann dort ein bisschen spekulieren. Sage ich, hört auf. Das ist der Platz, wo man Aktien handelt. Und da sind alle die, die Geld haben, auch für die Zukunft, wollen anlegen. Wo anlegen? Im Haus, im Grundstück oder eben in Aktien. Das sind Firmenwerte, die man kauft, wo eine sichere Dividende oder eine sichere Wertsteigerung hat. Und wie sieht man denn, dass die Zukunft gut ist von einer Firma? Das ist ja Kunst. Weil man muss einen Wert anlegen, wo in einer Firma, sie muss nicht gut gehen. Aber die Zukunft muss gut aussehen. Jetzt, ich habe immer geschaut, der Haupt und wer führt die Firma? Und immer wenn eine Firma, die nicht so gut geht, und jemand kommt, wo ich gesagt habe, in den habe ich Vertrauen, der ist gut. Also wenn einer die Firma noch anbringt, ist es der oder die. Und dann sagen sie, oh, jetzt kaufe ich, jetzt haben wir da so und so viele Billionen, die wir nicht gerade brauchen. Die legen wir jetzt dort an, bis wir sie wieder brauchen. Und der Wert ist sicher. Ich kann also auf die Person. Also weniger wieder jetzt aufs Produkt, ja, auf die Marke. Gibt andere, ja. Jetzt nehmen wir das Produkt. Nehmen wir mal Tesla. Ja. Kennt die ganze Welt, Amerika, Tesla, Damask, oder? Wo ein neues Produkt hat. Das Elektroauto und dann. Aber andere. Dann hätten Sie jetzt einfach in dem konkreten Fall gesagt, der Musk, der könnte es hinbringen. Und ein anderer hat gesagt, das Produkt ist interessant, oder? Ja, vielleicht. Ich habe den Musk kenne ich nicht. Ich hätte dort nie investiert, weil den kenne ich nicht. Und, aber auf wer haben Sie jetzt zum Beispiel gesetzt? Kann man da? Ja, also ich habe ganz früh auf die ABB gesetzt. Also gesetzt. Ich habe hier Mittel gehabt, die wir nie gebraucht haben. Und die ABB war ganz am Boden, also quasi beim Nennwert oder darunter. Man hat nicht gewusst, ob man die noch über die Runde bringt. Und dann haben sie anstelle an die oberste Führung zwei Leute tun, der Dormann und der Foser in den Finanzen. Und die habe ich beide gekannt.
Der Domann habe ich kennt, weil der hat müssen Höchst, die grösste Chemiefirma der Welt, aufräumen. Die gibt es heute nicht mehr. Die hätte müssen liquidieren. Ganz eine undankbare Sache. Aber er hat es hervorragend gemacht. Und der hat das übernommen, die ABB sanieren, zusammen mit dem Herrn Foser. Und da wo die das übernommen, habe ich gesagt, jetzt tun wir den ganzen Betrag, den wir haben, wir investieren dort. Ist das viel Geld gewesen, ja? Ja, natürlich. Das sind, ich weiss nicht mehr, ein paar hundert Millionen Franken, oder? Und das sind etwa 3% von ABB gewesen. Wir können nicht höher hochgehen, weil wir es nicht publizieren wollen. Sonst kommt niemand mehr raus. Macht jetzt plötzlich mit der Chemie noch Technologie. Das war nur vorübergehende Sache gewesen. Das hat sich enorm ausgezahlt. Ich habe nach 2 Jahren die Mittel wieder gebraucht. Und dann war der Börsenkurs verdoppelt. Also, und die haben sie auch angebracht. Die ABB ist wieder da, die ist auch heute da. Sie ist jetzt wieder getroffen worden, weil sie so gut gewachsen ist und so viel Vertrauen hat, weil sie wieder gute Leute an der Spitze hat. Aber ich bin nicht mehr. Ich bin heute nicht mehr tätig in der Börse. Aber zusammenfassend kann man sagen, Sie haben einfach gesagt, wo Sie ein Unternehmen gesucht haben, wo Sie hätten investieren können, haben Sie gesagt, die beiden Typen, die können es. Ja, die setze ich. Ja. Ich weiß noch, ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, was ihr macht eigentlich. Aber ich glaube, nein, nicht als Produkt. Und die sind auch hier dankbar gewesen, dass ich es gekauft habe, weil in dieser schlechten Situation habe ich Ihnen Geld gegeben, in dem Sinne, ja. Aktien Geld gegeben, das ist also eine außerordentliche Sache gewesen. Und auch in anderen Fällen habe ich so gehandelt. Und auch jetzt schaue ich immer, was würde ich kaufen? Der letzte Jahr, wenn ich jetzt noch müsste. Ich muss die Zukunftschancen von der Firma erkennen. Was wäre jetzt? Was wäre jetzt? Ja, ich wollte dir jetzt nicht sagen, sonst heisst es, ich habe eine Empfehlung rausgegeben. Also in den letzten Jahren, das ist jetzt auch vorbei, weil es schon gut da steht, ist zum Beispiel Sulzer. Weil die Frau, die Sulzer jetzt leitet, ich glaube, sie heisst Thomas, kennen sie nicht. Aber ich habe sie verfolgt, was sie gemacht hat bei den Bernischen Kraftwerken. Und die hat mir immer gefallen als Manager. Ich habe gesagt, das ist eine tüchtige Frau. Und hat auch Berner Kraftwerk angebracht, besser als die anderen. Und nachher ist sie zu Sulzer. Und Sulzer war einer der grossen Werte, der Wertsteigerung hatte, weil die macht seriös ihre Arbeit. Wenn ich die Erklärungen anschaue, die schwätzt nicht einfach ins Zeug umeinander und hat wichtige Theorien, sondern sagt in der Regel nichts. Und wenn sie etwas sagt, ist es gescheit. In die würde ich jetzt investieren, ohne dass ich sie persönlich kenne. Sie kennen sie nicht. Aber es ist jetzt vorbei. Ja. Das war in den letzten Jahren, weil jetzt ist der Wert ja schon da. Also, Sie kennen sie nicht. Persönlich kennen Sie es nicht. Jetzt haben wir ein Thema noch weggelassen, aber da können wir ja sagen, ist der Cliffhanger für die nächste Sendung, warum man sich bei der AV so verrechnet hat. Also das ist ja, gut, ja. Da können wir nächste Woche erläutern. Ja, haben wir schon wieder ein Thema, oder? Jawohl, ja. Kleine Sache. Kleine Sache, aber sicher eine interessante Sache. Dele Blocher war da. Haben mich gefreut, wenn Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen natürlich noch einen wunderbaren Sommer. Wir sehen uns wieder nächste Woche, gleiche Zeit.